1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht, das Thema heißt Rache und Vergeltung. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon Rache und Vergeltung geübt haben, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, Rache und Vergeltung zu üben, oder die Opfer von Rache- und Vergeltungsaktionen waren. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050. Oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wir sind 8 Minuten unter uns hier im Radio bei 1Live und dann kommt das WDR-Fernsehen dazu. So, erster Anrufer heute Nacht ist Ralf und Ralf ist 39 Jahre alt. Hallo Ralf. Hallo Jürgen, ich grüße dich. Ja, du hast auch zu dem Thema angerufen. Inwiefern und warum? So, folgendes. Ich habe meine Ex-Frau nun mittlerweile wahrscheinlich mit einem Fluch belegt aus Rache. Aha, was heißt Fluch? Das ist eine ganz kuriose Sache. Ich war insgesamt 10 Jahre mit ihr zusammen. 5 Jahre dauerte die Ehe. Ja. Bin dann 97 geschieden. Aha. Und war ziemlich große Schlammschlacht. Und wie soll ich jetzt schildern? Also von wem ging die Scheidung aus? Von uns beiden. Also meine Frau ist sozusagen in der Ehe fremd gegangen. Ja. Ich hatte das durch Freunde erfahren. Die sagten mir, pass mal auf deine Frau auf, die geht fremd. Ja. Oder bin ich dann nachgegangen, weil das war für mich auch erstmal ein Schock. Ja. Sie hatte damals einen Disc-Jockey kennengelernt und der hatte natürlich immer die besten und tollsten Lieder drauf. Ja. Und das hat sie natürlich imponiert und es hat sich bei denen eine Beziehung angebahnt. Verstehe. Und ihr habt euch dann quasi beide hatten das Gefühl, es funktioniert nicht mehr, wir lassen uns scheiden. Nein, beide nicht. Also durch ihr Fremdgehen und so, das Hin- und Herschaukeln, die Ehe funktionierte nicht mehr. Wir hatten auch 2 Kinder in der Ehe dann. Bekommen. Also du hättest schon gerne, wärst noch gerne mit ihr zusammengeblieben. Auf jeden Fall. Und daher dann auch, dass du aus Zorn, aus Wut, aus Enttäuschung sie verflucht hast. Ja. Was heißt verflucht? Hast du irgendein Ritual vollzogen oder hast es nur einfach so gesagt oder gedacht? Grundlegend muss ich sagen, ich glaube eigentlich nicht an so einen sentimentalen Touch oder Quatsch in dem Sinne. Ja. Nur ich habe in dieser Zeit dann auch selbst Lehrgänge besucht, jetzt im Nachhinein. Habe Fluchlehrgänge oder was? Nein, um Gottes Willen, nein. Das ist dann... Was denn für Lehrgänge? Ja, es nennt sich dann, ich bin okay, du bist okay, also so. Achso, Selbsterfahrung. So, aber nochmal zur Frage. Zur Frage ist, wie hast du sie verflucht? Sie hat dann in unserer Trennungszeit, die dauerte ca. 2 Jahre, die Trennungszeit, dann die Scheidung, dort hat sie sich ein Auto gekauft, sie hat auch die Fahrschule gemacht. Ja. Jetzt ahnst du vielleicht, worauf ich hinaus. Nee, noch nicht, aber sag's mir. Ich habe ihr gewünscht, dass sie einen Unfall baut. Ja. Also, das hast du so für dich im Stillen, hast du einen Wunsch ausgesprochen, ich wünsche, dass diese Frau einen Autounfall hat. Ja, einen Unfall hat oder je nachdem, das muss nicht unbedingt mit dem Auto zusammenhängen. Verstehe. Auch, einen Unfall hat. Soll der Unfall so sein, dass sie verletzt ist oder dass sie tot ist? Ja, verletzt so jedenfalls, dass ich meine Kinder wieder bekomme. Weil in dem Sinne durch die Ehe so, also ich konnte das nicht verstehen, dass ein Partner, wenn es jetzt an mir gelegen hätte, ich kannte den Grund nicht, dieser Scheidung in dem Sinne, weil an mir lag es nicht, sondern sie ist fremdgegangen. So, jetzt pass auf, jetzt will ich wissen, wann du diesen Fluch für dich ausgesprochen hast, gedacht hast. Ja, das kann ich nicht genau. Naja, ungefähr. Das war so 97. 97. Wie ist der Kontakt seitdem zu deiner Frau, Ex-Frau? Sehr kühl. Sehr also ich sehe sie ja nur, wenn ich die Kinder jetzt, mein Besuchsrecht, darum musste ich ja auch kämpfen. Ja. Hast du denn ein schlechtes Gewissen, dass du diesen Fluch ausgesprochen hast? Ja. Und das ist da auch der Grund, dass ich auch aufgrund meiner Ausbildung, die ich jetzt in der Zeit alles so genossen habe, von 2000 bis eben heute, 2004, ich selbst auch in der Beratung tätig bin. Ich selbst bin ja auch Berater in dem Sinne. Ja. Also Lebensberater hilft anderen Leuten und weiter. Ich habe jetzt Probleme mit mir, dass weil wenn das sich dieser Fluch erfüllen könnte und jedes Mal, wenn ich jetzt in Verkehrsnachrichten einen Unfall höre oder so, ich hoffe nicht, dass da ein rotes Fahrzeug mit dabei ist. Das kann ich also sagen, das weiß ja niemand, um wen es hier geht. Also, ist klar. Also, wenn man einen Fluch ausspricht,
Ich bin da nicht so bewandert drin, aber ich denke mir, dass man auch immer einen Gegenfluch oder, das ist dann kein Fluch, einen Gegenwunsch aussprechen kann doch, indem man das dann wieder neutralisiert oder wieder gut macht. Ja, und das weiß ich ja nicht, wie das funktioniert. Aber das kannst du doch machen, indem du dir ganz einfach fest wünschst, dass deine Ex-Frau nie einen Unfall haben wird und dass du ihr einfach nichts Böses willst. Und dass ihr auch nichts Böses geschieht. Das kann man sich doch so für sich formulieren und auch wünschen. Dann ist, kann man den Fehler doch wieder gut machen, den man damals vielleicht den du damals im Affekt gemacht hast. Kann man ja auch vielleicht verstehen noch, wenn man irgendwie so gekränkt ist und so. Aber nur so viele Jahre vergangen, da kannst du doch für dich, dir das, setz dich doch hin und konzentrier dich und denk dir ganz einfach, dass du ihr nur letztendlich für sie Gutes wünschst und dass du dich schämst für diese Gedanken. Und dann ist es doch auch wieder gut. Das wäre natürlich, das habe ich ehrlich gesagt, darauf bin ich noch nicht gekommen. Ja, aber das habe ich noch nicht gemacht. Wobei ich so sagen will, dass solange wie es den Kindern gut, oder solange wie es der Mutter oder der Frau meiner Ex-Frau jetzt gut geht, geht es ja auch den Kindern gut, ne? Ja. Ja, es ist immer blöd, wenn man es ist immer schlecht, letztendlich, glaube ich, wenn man jemand anderem was richtig Böses wünscht. Ja. Ich glaube, letztendlich schlägt das auf einen selbst zurück, irgendwann und irgendwie. Und da gibt's auch so einen klugen Spruch, wenn du jemandem was Böses wünschst, das kommt dreimal böse zurück. Ja, das weiß ich auch. Alte Weisheit. Aber insofern wünsche doch einfach jetzt Gutes, so wie ich es dir gerade formuliert habe. Und dann bist du mit deinem Gewissen auch im Reinen. Das habe ich. Ich muss sagen, darauf bin ich selber noch nicht gekommen. Vielleicht weil ich so boniert war. Ich habe das auch immer wieder verdrängt, nur jetzt, durch das Gespräch, jetzt kommt mir das alles nochmal hoch. Und ja. Du hast recht, natürlich, das habe ich noch nicht gemacht. Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis du ein schlechtes Gewissen bekommen hast? 97 ungefähr hast du es ausgesprochen, den Fluch, oder gedacht? Ja, ausgesprochen, gedacht. Gedacht, ja. Ich habe es mir richtig gewünscht, dass es passiert, 97. Ja. Und jetzt sagen wir mal 2004, da kann ich das sagen, wo ich jetzt direkt Angst habe, wenn mir was passieren sollte. Ah, ja. Ja, guck mal, dann hast du lange aufrechterhalten. Wenn der auf mich zurückkommt. Mhm. So, dann würde ich jetzt dieses genauso machen, wie ich es dir gerade vorgeschlagen habe. Ja, mache ich auch. Und dann hoffe ich, dass du mit dir im Reinen bist und wir hoffen natürlich, dass deine Ex-Frau nichts passiert, natürlich. Wir wünschen dir alles Gute. Um Gottes Willen, ja. Ja. Lieber Jürgen, alles Liebe, alles Gute. Und nie mehr jemanden verfluchen, ne? Ist war Ralf, aber ich danke trotzdem Jürgen. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, nochmal unsere Telefonnummer 0800 220 5050 und die E-Mail-Adresse lautet domain@wdr.de. Und bis die Fernsehnation zu uns kommt, machen wir ein paar Takte Musik. Meine lieben Fernsehzuschauer, da seid ihr. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1Live Talk Radio. Kleine Verspätung wieder im Fernsehen, wir bitten um Entschuldigung. Unser Thema heute Nacht heißt Rache und Vergeltung. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann ruft mich an. Wart ihr schon einmal Opfer von Rache- und Vergeltungsaktionen? Habt ihr schon einmal Rache und Vergeltung geübt an jemandem? Und habt im Nachhinein vielleicht ein sehr schlechtes Gefühl, ein schlechtes Gewissen. Oder ihr sagt sogar, ja, das war richtig so, ich stehe auch im Nachhinein dazu. Oder vielleicht seid ihr aktuell im Moment in einer Situation, wo ihr überlegt, Rache zu üben an jemandem und euch nicht so ganz sicher seid, ob ihr das machen sollt und irgendwie hin und her gerissen seid. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Rache und Vergeltung. Sascha, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sascha. Hallo. Ja, um welche Rache geht's? Ich bin 97 selbst Opfer gewesen und bin abgestochen worden. Abgestochen? Ja. Von wem? Mit einem Messer niedergestochen worden. Ja. Ja, das war so ein Racheakt.
Ja. Und zwar habe ich eine Frau kennengelernt, die damals schon in Scheidung lebte, mhm, und dessen Ehemann oder noch Ehemann damals, hat mir halt dann aufgelauert, ja, und hat mich dann mit einem Messer Hinterrücks? Ja, was heißt hinterrücks? Ich war damals ein bisschen blauäugig oder ja, hab alles ein bisschen rosarot gesehen, ja, hat mir dann, weil da auch kein Ärger in Verzug war oder so, mhm, hat mir dann angeboten, in seinem Auto mitzufahren. Er hat eine super tolle Wohnung gefunden für seine noch Frau. Kanntest du ihn denn? Wusstest du, dass das der Ex-Mann von deiner... Ja, natürlich, das wusste ich. Das wusstest du. Und dann bist du eingestiegen ins Auto und seid ihr... Ja, ich bin eingestiegen, ja, und er ist dann halt anstatt zu einer Wohnung auf, ja, zu einem Waldstück gefahren. Ach, und er war ganz... Feld. Und während des Fahrens war er ganz freundlich und normal? Und hat ja, während der Fahrt war er halt recht freundlich, bis er dann plötzlich während der Fahrt das Messer gezogen hat. Während der Fahrt noch? Ja, und hat dann halt wild auf mich eingestochen. Also er fuhr Auto und stach auf dich ein? Richtig. Aha. Und dabei hat er die Kontrolle über das Auto verloren, mhm, und ist dann, Gott sei Dank, sag ich mal, in einen Graben gefahren, der ziemlich tief war. Ja. Und dadurch ist er halt auf seine Seite gerutscht. Ich konnte in dem Moment halt die Tür aufreißen, bin dann losgelaufen, da stand er auch schon wieder neben mir und hat dann gerufen, wenn ich dich erwische, bringe ich dich um, und dann bin ich halt einfach nur gelaufen. Er hatte dich im Auto während der Aktion schon getroffen und er hatte dich gestochen. Ja, natürlich. Wohin im Körper? Also er hat mir in die linke Brust, also in die Herzseite gestochen. Ah. Ich habe mich, ja, damals, ich habe eine Abwehrhaltung, so eine automatische Abwehrreaktion halt gezeigt, habe meine Hand davor gehalten, mhm, und dadurch hat er halt neun Schleifsehnen von meiner linken Hand halt komplett durchtrennt. Ja. Und halt wie gesagt in der Brust, Armwunden am Oberarm. Ja. Also wie viel Stichwunden hattest du? Oh Gott, weiß ich nicht. Viele. Viele, viele. Also im Armbereich, Herzbereich, Oberkörper und in der Hand eben. Ja. Ja. So, und dann ist es dir gelungen zu fliehen und er hat stand dann plötzlich wieder neben dir und sagte, wenn ich dich kriege, dann bringe ich dich um. Ja. Und wie ging es dann weiter? Ja, bin ich halt nur noch losgelaufen. Also Ben Johnson wäre nichts gewesen. Und ist er dann immer noch weiter hinter dir hergerannt? Ja, er ist dann irgendwann stehen geblieben, weil mittendrin ein Haus stand. Und da habe ich mich in den Garten, hinter die Tannen sozusagen geworfen. Konnte ihn von da aus beobachten. Er ist dann halt, hat dann abgewartet. Ist dann hinterher ganz seelenruhig wieder zum Auto gelaufen, hat versucht, den Wagen aus dem Graben zu kriegen, hat halt nicht geschafft, hat den Wagen abgeschlossen, hat sich dann von mir entfernt. So, und dann bin ich hinten aus dem Garten raus, genau, dann vorne an dieses Haus. Du warst ja verletzt, du warst schwer verletzt vielleicht sogar. Ja, ich habe das aber bis dato gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, klar, kann ich mir denken, Schock. Ja. So, war jemand zu Hause in dem Haus? Ja, ich habe angeklingelt, da war halt eine ältere Dame, die war alleinstehend. Und ich sah wahrscheinlich auch dementsprechend da, also das war alles voll. Gehst du mal ein bisschen näher ans Fenster, Sascha? Wir haben immer so Unterbrecher in der Leitung. Bist du besser? Ja, du musst reden, das weiß ich nicht. Ja, im Moment geht es ja. Ja, jedenfalls habe ich dann da angeklingelt. Mhm. Die Frau machte dann auf, beziehungsweise das Fenster. Mhm. Hat mich dann, des Platzes verwiesen, mehr oder weniger. Ich sollte doch weggehen, die hat ja selber Angst. Ja, die wusste nicht, was da los ist. Du hättest ja auch irgendwie Verbrecher sein können. Ja, natürlich. Und dann? Ja, jedenfalls hat die dann die Polizei gerufen. Mhm. Ich bin dann halt zur Straße gegangen, habe mich an so einen Poller gelehnt, bin dann in mich zusammengesackt. Die Polizei hat dann auch irgendwelche Informationen von mir bekommen. Ja. Aber die kamen dann Gott sei Dank relativ schnell. Ja. Und hat sich dann auch um dich gekümmert. Und du warst das weiß ich nicht mehr. Also ich du bist bin irgendwann im Krankenhaus geworden. Im Krankenhaus aufgewacht wahrscheinlich. Nee, im Krankenwagen. Die haben mir so ein Plasma gegeben. Wie schwer warst du denn verletzt? Also ich denke mal, hätte nicht mehr lange gedauert, dann wäre ich wahrscheinlich verblutet. Mhm. Aber du hast Glück gehabt, dass er hätte dich, wenn du nicht so reagiert hättest, ins Herz treffen können, ne? Ja, klar. Das heißt, er hätte dich im Auto umbringen können. Das der Treffer, der war ja in der Brust. Der war sogar in der Brust. Ja. Warst du dann noch lange im Krankenhaus? Eine Woche und dann bin ich aber freiwillig gegangen, weil ich konnte nicht mehr. Ich habe im Krankenhaus selber noch Anrufe bekommen, dass es noch nicht vorbei sei und so weiter. Ja, aber ist der denn nicht dann sofort verhaftet worden? Du hast doch den Namen genannt. Der ist verhaftet worden und am gleichen Abend ist er wieder entlassen worden, weil keine Fluchtgefahr bestand und fester Wohnsitz da war. Unfassbar.
Unfassbar. Ja, und... So, zu was ist der denn letztendlich verurteilt worden? Ja, 1 Jahr auf 3 Jahre Bewährung. Na super. War das damals. Na, das war toll. Lächerlich. Und hat er dich dann irgendwann nochmal bedroht? Ja. Entschuldigung, ich bin wieder völlig entsetzt. 1 Jahr auf 3 Jahre Bewährung für jemanden, der einen fast umgebracht hätte. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, klar. Hinterher wurde mir auch mehr oder weniger gesagt, das wäre mir recht auch schlecht gewesen. Also. Ja, man kann immer nur den Kopf schütteln. Man kann wirklich immer nur den Kopf schütteln. Ja, natürlich. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Also er hat dich dann immer nochmal irgendwann belästigt, oder? Ja, das heißt, ich bin ja mit seiner Frau... Also das heißt, es war ja gar nicht mehr seine Frau, er liebt die Entscheidung. Mhm. Mit der bin ich dann abgehauen, mehr oder weniger. Mhm. Also es war damals hier in Nordrhein-Westfalen. Ja. Wir sind dann geflüchtet, mehr oder weniger, nach Niedersachsen. Ja. Haben uns da niedergelassen halt. Anonym, mehr oder weniger? Anonym nicht. In der Hoffnung aber schon, dass der euch nicht so schnell findet. Ja, er hat das ging ja gar nicht. Er hat ja Kinder. Mhm. Mit dieser Frau. Ach so. Ja gut, also gab es dann nochmal eine Bedrohung oder sogar einen Übergriff? Ja, das würde ich jetzt, ich hatte danach sowieso Angstzustände ohne Ende. Mhm. 1,5 Jahre habe ich jeden Abend, also jede Nacht das Bett nass geschwitzt. Mhm. Jedes Mal, wenn ich ihn sehen musste, habe ich das P gekriegt. Mhm. Aber er hat nichts mehr gemacht. Ja, er hat mir nur einmal mündlich gedroht, mehr oder weniger. Mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, um was es da genau ging. Mhm. Aber es gab hat er mir nochmal gedroht und es ging auch nochmal dann, das führte dann nochmal zur Anzeige. Und das war während seiner Bewährungszeit, hat er dich bedroht? Ja, ja. Und es kam zur Anzeige und folgte denn da nochmal eine Konsequenz für ihn raus? Gar nicht, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Aber dann ist die Sache dann, hat sich das dann versickert, das Ganze, oder? Ja. Bis heute? Ja, bis heute. Das heißt, ich sehe ihn immer noch regelmäßig. Ja. Aber du hast keine reale Angst vor ihm? Ja, was heißt reale Wahrscheinlich Angst? Schon doch, ne? Wenn man sowas erlebt hat, dann... Ich meine, du hast ja massive Todesangst gehabt während dieser Aktion. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Nee, also es war schon heftig, denke ich mal. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du Panik hattest, dass du geschwitzt hast und da unter Schock gestanden hast sehr lange Zeit. Hast du dich psychologisch behandeln lassen? Ja. Hat das geholfen? Aber nicht direkt danach, weil ich habe das versucht so zu verdrängen. Und ich sag jetzt mal, nicht nur, also dieser Grund war auch mit der Fall. Das waren aber noch andere Beweggründe, dass ich halt letztes Jahr in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Mhm. Oder ich bin freiwillig reingegangen. Mhm. Da wurde das alles dann nochmal aufgearbeitet. Und da hat man dann halt doch gemerkt, dass ich das doch nicht eben alleine hinbekomme. Das muss man sich mal vorstellen. Was dieser Mensch einen Schaden in dir angerichtet hat. Und was bekommt er für eine Strafe dafür? Ich muss es jetzt nochmal aufsagen, wie schlimm ich das finde. Unglaublich, unfassbar. Und ich bin dann auch ein Mensch, ich kann nicht hassen. Das ist ja genau, das wollte ich jetzt fragen. Wie ist dein Gefühl für diesen Mann jetzt, heute, nachdem doch viele Jahre vergangen sind? Also ich muss sagen, sehr neutral. Also bei dir kam da nicht, er hat es aus Rache gemacht, das hat bei dir aber nicht wiederum ein Rachegefühl ausgelöst, dass du gesagt hast, ich will jetzt Rache an dem üben. Also ich habe die erste Zeit, wo ich, mir die ganzen Sachen mal so durch den Kopf gehen lassen, wo das das passiert mal so öfter, dass mir so immer wenn ich irgendwas mache, ich bin eingeschränkt mit diesem Handgelenk, das ist kaputt. Ja. Ich kann es nicht mehr hundertprozentig benutzen. Ich bin beruflich eingeschränkt und auch in meinen Hobbys sehr eingeschränkt. Und jedes Mal, wenn ich dann Schmerzen bekomme, das ist auch immer noch so, dann kriege ich schon irgendwie so ein leichtes Hassgefühl. Mhm. Denn wäre das nicht gewesen damals, dann könnte ich alles noch hundertprozentig bewegen. Aber das Hassgefühl ist nicht so, oder das Wutgefühl ist nicht so, dass du konkret irgendwann mal Pläne geschmiedet hast, ich zahle es dem jetzt heim. Nein. Das ist auch sehr gut so. Das finde ich sehr gut. Wenn das hätte sowieso zu keiner Lösung gebracht und das Ganze weiter hochgeschaukelt und so weiter. Richtig. Sascha, darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Darfst du. Okay, wenn du das gerne möchtest, machen wir das. Die Elke ist heute Nacht hier. Du legst auf, Elke ruft dich an. Super. Alles Gute.
Ja, danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt Rache und Vergeltung. Ich würde gerne mit Racheopfern sprechen, so wie gerade, was Sascha erzählt hat. Oder mit Leuten vielleicht auch, die gerade im Moment in einer Situation sind, in der sie sich überlegen, soll ich Rache ausüben? Soll ich das tun? Ich bin in der und der Weise so gedemütigt worden, verletzt worden, vielleicht in meiner Ehre verletzt worden. Ich muss irgendetwas tun, aber ich bin nicht sicher, ob ich es tun soll. Wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50. Und hier ist Annika. Und Annika ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Annika. Hallo. Bist du auch ein Racheopfer? Nein, ich bin jemand, der darüber nachdenkt, Rache auszuüben. Oh. Und zwar an meinem Stiefvater. Ja. Ja, am liebsten würde ich ihn umbringen. Was hat der Stiefvater gemacht? Also es ist so, dass meine Eltern seit 13 Jahren getrennt sind. Meine Mutter seit 10 Jahren mit meinem Stiefvater zusammen ist und er mich im Alter von 12 bis 14 sexuell belästigt hat. Und ja, mich geschlagen hat bis zu meinem 17. Lebensjahr und meine anderen Geschwister alle jetzt noch schlägt. Wie viele Geschwister gibt es da noch? Also ich habe noch 3 leibliche Geschwister, davon lebt einer aber nicht bei uns. Ja. Und noch 3 Halbgeschwister mit meinem, also die meine Mutter mit meinem ja, Stiefvater. Die sind alle jünger. Ja, ich bin die Älteste. Bist du sicher, dass er sie nur in Anführungszeichen schlägt? Oder kann es sein, dass es da auch sexuelle Übergriffe gibt? Also bei seinen leiblichen Kindern glaube ich das nicht. Die die Älteste davon ist 10, da glaube ich nicht, dass er da was tut. Bei meiner jüngsten leiblichen Schwester denke ich schon. Beziehungsweise weiß ich, dass er das schon getan hat. Woher weißt du das? Sie hat es mir erzählt. Also ich habe sie bedrängt, dass sie es mir erzählt, weil ich Dinge beobachtet habe, die bei mir damals genauso waren. Die ihr bekannt vorkamen, ja. Verhalten. Genau. Dann habe ich sie darauf angesprochen und nach langem Hin und Her hat sie dann zugegeben, dass er sie auch schon angefasst hat. Ja. Du sagst, bei dir war es im Alter zwischen 12 und 14. Das waren sexuelle Übergriffe, waren das Vergewaltigungen? Nein, also Vergewaltigungen waren es nicht. Er hat halt an der Brust gespielt, auch mit dem Mund und in die Hose gegangen. Ja. Schlimm genug. Schlimm genug. So, jetzt interessiert mich wirklich rasend die Rolle deiner Mutter. Weiß deine Mutter, was er dir angetan hat? Ja, sie weiß es. Sie hat es nie so beobachtet oder auch nie so wahrgenommen, weil das immer einen spielerischen Hintergrund hatte, sag ich jetzt mal. Aber sie hat auch mitbekommen, wenn er dich geschlagen hat. Und ja, wenn das hat sie mitbekommen. Und das hat sie geduldet. Ja, also meine Mutter ist, wenn ich das jetzt so einschätze, ein sehr schwacher Mensch. Ja. Die Angst hat, alleine dazustehen und dann, glaube ich, das lieber duldet. Weiß deine Mutter jetzt auch, dass das andere Kind, dass es da auch sexuelle Übergriffe gibt? Nein. Warum sagst du das deiner Mutter nicht? Ich habe mit meiner Mutter schon oft darüber gesprochen, aber habe jedes Mal nur auf, bin halt auf Missgunst gestoßen, sag ich jetzt mal. Also sie will das nicht hören und weil sie Angst hat, so wie du sie gerade beschrieben hast, dass sie Angst hat, dass da vielleicht ihr ganzes Lebensmodell zusammenfällt. Und ja. Aber nun also macht man sich ja Sorgen. Da ist ein Kind, da ist ein Mädchen und man weiß nicht genau, was da vorgeht. Du hast die Vermutung oder sogar das Mädchen hat es dir erzählt, deine Schwester. Hast du denn überlegt, dass du jetzt, du bist 20 Jahre alt, dass du initiativ wirst und ihn anzeigst? Ja. Hast du schon getan? Ich habe es noch nicht getan, aber ich habe halt aus anderen persönlichen Dingen angefangen, darüber zu reden. Ich habe lange Zeit nicht darüber gesprochen. Und der nächste Schritt, den ich tun werde, ist, mich selber in psychologische Behandlung zu begeben, um auch mit mir selber die Sache irgendwie ins Reine zu bringen und ja meinen Stiefvater anzuzeigen. Ja, das einzige Problem daran ist natürlich, dass meine Mutter mitschuldig ist und ich nicht weiß, wie meine Mutter darauf reagiert und was das Jugendamt dann tut, weil meine anderen Geschwister sind nun mal noch sehr klein, die sind 8, 9 und 10 Jahre alt und ja, aber ich sehe das schon vor, weil ich kann das, wenn ich ausziehe, dann ist die Sache ja nicht aus der Welt, dann ist es für mich
Ach, du weg, wohnst du noch da in dem Elternhaus? Ja. Du wohnst ja. da sogar noch? Ja, aber... Wie hältst du das aus? Gar nicht. Du läufst dem ständig über den Weg. Ihr sitzt zusammen am Tisch. Ja, ich bin praktisch nie zu Hause zum Schlafen. Es ist auch so, dass meine Mutter irgendwie mitbekommen hat, dass ich da jetzt irgendwas in die Richtung plane. Die redet auch nicht mehr mit mir, kein Wort. Ich bin praktisch gar nicht mehr da. Also auch wenn ich da bin, werde ich ignoriert. Also wie alt ist sie jetzt eigentlich, damit ich mir das ein bisschen einschätzen kann, das älteste Geschwister, was im Haus wohnt? Ja, also ich bin halt die Älteste mit 20. Und dann, danach? Danach kommt noch eine, die ist 18, die zieht jetzt auch demnächst zu Hause aus. Ist das ein leibliches Kind gewesen, diese 18-Jährige? Ja. Ja, das heißt... Nein, also er hat nur 3 leibliche Kinder und die sind 8, 9 und 10. Und die 18-Jährige, hat er die auch sexuell missbraucht oder belästigt? Nein. Nein, aber die 13-Jährige. Ja, die 18-Jährige, sprichst du mit der über die Situation oder eher auch nicht? Ja, ich habe auch erst vor kurzem angefangen, mit ihr darüber zu reden. Sie hat das natürlich alles mitbekommen. Sie war auch immer diejenige, die, wenn mein Stiefvater mich geschlagen hat, die dazwischen gegangen ist. Sie ist ein sehr starker Mensch vom Charakter her. Hat denn der Stiefvater sie, also diese 18-Jährige, auch geschlagen? Seltener als mich. Aber die hat alles mitbekommen und die weiß eben, wie ist denn das Verhältnis zwischen ihr und dem Stiefvater? Das kann dann auch nicht so dolle sein. Nö, das ist nicht unbedingt gut, aber besser als meins. Also wir reden seit 3 Jahren nicht mehr miteinander. Warum nicht? Es ist so, dass wir uns vor meiner Pubertät sehr gut verstanden haben und als dann so mit 14, ja dann zwischen 12 und 14 halt diese Belästigungszeit und dann... Ja, kam halt der erste Freund und so und dann, habe ich mir natürlich nicht mehr alles gefallen lassen. Es war halt ziemlich schwer gewesen, ich bin zu Hause abgehauen, bin für eine Zeit lang zu Hause ausgezogen und so. Und aber in was für eine Situation lebst du da? Da hast du den Kerl, den du hast. Ja. Da ist deine Mutter, wo auch alles irgendwie nicht mehr in Ordnung ist und ihr redet auch nicht mehr doll miteinander. Deine Schwester, die fast in deinem Alter ist, ein bisschen jünger, da sprichst du auch nicht mehr mit. Das muss ja eine ungeheure Bedrückung für dich sein in diesem Haus, in dieser Wohnung. Deswegen finde ich das auch sehr richtig, dass du da unbedingt und ganz schnell raus musst. Ja. Was machst du vom Beruf? Oder bist du noch Schülerin? Nein, ich bin Auszubildende. Also ich finde das sehr gut von dir, sehr gut, dass du das so für dich entschieden hast, dass du selbst dir erstmal Hilfe holst, dass du in eine psychologische Behandlung gehst. Und mit der Unterstützung dieser psychologischen Behandlung, vielleicht auch mit einer Selbsthilfegruppe, kann man überlegen, die Entscheidung fällst, wie und wann der Mann angezeigt werden soll. Ich finde auch, dass er angezeigt werden sollte, vor allen Dingen, weil er ja Gefahr im Verzug ist. Da ist ja ein Mensch betroffen. Und du weißt ja, was es bedeutet, wenn man so etwas über sich ergehen lassen muss. Ja. Ich würde gerne, dass wir dich noch ein bisschen beraten, wie du jetzt klug und schnell vorgehen solltest. Das heißt, das wäre dann ein Gespräch, jetzt nicht hier auf dem Sender, sondern zwischen meiner Psychologin und dir. Mhm. Ist das okay? Ja, das wäre mir sehr recht. Ja, dann legst du es auf und meine Psychologin, die Elko, ruft dich an. Ich finde es wirklich klasse, dass du dich dazu durchgerungen hast und auch die Kraft jetzt dazu entwickelt hast, das alles in die Hand zu nehmen. Das finde ich sehr richtig. Mach es für dich, mach es für dein Leben. Es wird auf jeden Fall für dich eine gute Entwicklung haben, bin ich ganz sicher. Ja, das hoffe ich. Ja, bin ich ganz sicher. Liebe Annika, alles Gute und du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, danke. Okay, tschüss. Jennifer ist 26 Jahre alt. Hallo, Jennifer. Hallo, Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie sieht's denn bei dir aus mit der Rache und der Vergeltung? Ja, und zwar, ich bin vor einem halben Jahr mit meinem Freund zusammengekommen und der hat sich vor 2 Monaten von mir getrennt. Und das per SMS. Er hat einfach geschrieben, dass er eine neue hat und hat danach auch kein Gespräch mehr mit mir gesucht. Das ist ja nur wirklich die mieseste Art, ne? Aber die allermieseste. Die allermieseste. Ich habe ihn dann auch danach versucht, ein paar Mal anzurufen und er wollte absolut nicht mit mir reden. Aber wir halten mal fest, einfach nur per SMS? Ja, er hat einfach per SMS geschrieben, dass er eine neue hat. Und vorher, war denn vorher, einen Tag vorher oder so ein paar Tage vorher noch alles okay? Ja, es war
Es war wirklich von einem Tag auf den anderen. Mhm. Das heißt, das hat dich wirklich wie aus heiterem Himmel getroffen? Ja, mhm. Ich war so wirklich total gekränkt und auch total fertig gewesen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, das hört sich jetzt total schlimm an, ne? Weil die anderen, die ich gerade gehört habe, die hat es ja wirklich ganz, ganz übel getroffen. Mhm. Und ich habe dann gedacht, ich versuche ihn da zu treffen, wo es ihn wehtut. Und das ist leider sein Auto. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, der arbeitet bei Bayer. Mhm. Und er sagte, ja, wenn man Buttersäure und im geschlossenen Raum, dann fangen die Augen an zu brennen und die Schleimhäute fangen an zu spillen. Mhm. Also die Augen sind total gereizt, die Nase juckt. Mhm. Also es ist eigentlich unmöglich, im Auto zu fahren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, dass das total nett wäre, wenn er mir das besorgen könnte. Ja. Dann hat es mir dann mitgebracht. Ja. Und ich bin dann mitten in der Nacht bin ich losgefahren. Und ich weiß ja, dass sein Wagen immer vor der Tür steht. Ja. Und dann habe ich die Buttersäure in die Lüftung reingeschüttet, da wo die Scheibenwischer sind. Ja. Und ich habe es dann reingeschüttet und ich hatte so richtig in dem Moment, wo ich es rübergeschüttet habe, da ist wirklich wie eine Last von mir abgefallen. Mhm. Das hört sich jetzt zwar doof an, aber ich habe gedacht, ja, wenn der morgen zur Arbeit fährt, dann... Ach. Weißt du, was dann draus geworden ist? Ja, also ich weiß jetzt, dass er vor einer Woche den Wagen abgegeben hat. Aha. Ich weiß aber vom Freund, es ist, den Wagen kann man eigentlich danach wegschmeißen. Ach so, weil der so stinkt, oder? Weil man den Geruch nicht rauskriegt. Mhm. Und jetzt gerade über die Tage, wo es kalt ist, da macht man ja die Lüftung an. Mhm. Und wenn das warm wird, dann jucken und brennen die Augen. Ja. Man müsste eigentlich bei den kalten Wettern mit Fenster auffahren, damit man das so mindestens ertragen kann. So, jetzt hast du erfahren, dass er das Auto weggeben will. Muss oder er wird es weggeben. Hast du erfahren irgendwie? Ja. Ja. Ist das jetzt eine Genugtuung für dich? Ja, das sowieso. Das sowieso. Aber jetzt bin ich schon irgendwie am Überlegen, wo ich ihn nochmal treffen kann. Jetzt ist aber genug. Jetzt aber für mich reicht es. Nee, Jennifer. Nee, pass auf. Ich finde das schon ziemlich krass, was du da gemacht hast. Da ist ja nun unter Umständen oder wahrscheinlich sogar ein sehr großer, auch finanzieller Schaden entstanden. Das ist ja nicht nur ein kleiner, irgendwie was, ja. Irgendwas Kleines, was man da gemacht hat. Da hast du ja schon was richtig Großes angestellt. Und jetzt nochmal einen draufzulegen. Ich finde eigentlich das war schon zu viel. Ja, aber. Du kriegst ihn sowieso nicht mehr zurück. Nee. Und letztendlich machst du jetzt Sachen, wo die Gefahr besteht, dass du vielleicht in ein paar Jahren sagst, oder wenn du erstmal wieder zur Besinnung gekommen bist, mein Gott, warum habe ich denn das gemacht? Wie bescheuert war das? Der hat, weißt du begibst dich ja jetzt wirklich auf seine Stufe. Der hat sich dir gegenüber saudoof verhalten. So verhält man sich nicht jemandem gegenüber. Aber du verhältst dich auch ziemlich blöd im Moment. Ja, aber er hat mir so weh getan. Ja, verstehe ich. Ich wollte noch daran zu knabbern. Verstehe ich. Brauchst du mir nicht zu erklären, weiß ich. Aber ich glaube, das Allerklügste im Leben ist, wenn man in dieser Art und Weise verletzt ist, dass man sich dann zurückzieht. Dass man auf keinen Fall diese ganzen Rachesachen fährt. Weil du tust dir selbst nichts Gutes damit. Wer weiß, was für eine juristische Verwicklung das sogar jetzt noch geben wird mit dem Auto. Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie auf mich zurückfällt, weil er irgendwie das Bild von mir hat, weil ich habe auch nie was gesagt. Ich war immer ganz lieb und habe gemacht und getan. Dennoch. Und solange man Rache übt, ist man mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt. Und das Allerbeste, was einem passieren kann, ist ja, dass man loslassen kann, dass es einem egal wird, dass man frei wird. Du bist ja nicht frei im Moment. Du bist ja am Grübeln und du bist hin und her und überlegst, was war... Ja, stimmt. Ich bin jeden Tag am Überlegen, was mache ich als nächstes. Genau. Und das ist auch nicht gut für dich. Ich argumentiere jetzt gar nicht moralisch, sondern ich argumentiere auch, dass es dir wieder gut geht. Was wäre es denn, was du jetzt noch machen würdest wollen? Ja, ich hatte schon als nächstes überlegt, seiner neuen Bekanntschaft das Schlimmste vom Schlimmsten zu erzählen. Das war so meine nächste Überlegung gewesen. Was wäre das Schlimmste vom Schlimmsten? Ja, dass ich irgendwie gesagt hätte, der hätte mich vergewaltigt. Ach, oder nee. So. Aber das war, also... Jennifer, bitte nicht. Bitte nicht. Dann gerätst du wirklich in einen Strudel hinein. Wenn du den beschuldigst, dass er dich vergewaltigt hat,
dann bekommt das einen öffentlichen Raum und Rahmen, die ganze Sache. Dann kommt es zu Polizeigesprächen, dann kommt es vielleicht zu einer Gerichtsverhandlung, du musst lügen, du machst das Leben von einem Menschen kaputt, du stehst selbst für dich völlig beschissen da, vor deinen eigenen Augen, bloß nicht. Aber der Hass, der ist so groß. Ja, aber du steigerst dich auch in den Hass hinein, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Ne? Du gehst auch gar nicht, ich verstehe das ja, da musst du mir gar nicht erzählen, das ist grauenhaft, das ist völlig bescheuert. Aber er steht als Bescheuerter da, nicht du. Er hat sich völlig falsch und unkorrekt einem Menschen gegenüber verhalten. So. Jetzt muss man nicht auf die gleiche Stufe gehen und zurückschießen. Ja, normal sagt man, man soll ruhig bleiben und alles so hinnehmen. Aber ich habe es so lange hingenommen und. Aber guck mal, es ist ja jetzt auch kein. Du hast gerade selbst gesagt, du hast ja meine Vorrednerin, deine Vorrednerin gehört, ja, ne, die Annika. Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Ja, also, da muss man auch wehtun. So, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Wenn einem sowas passiert ist, kann man ja vielleicht noch viel eher nachvollziehen, dass jemand so richtig auf die Kacke hauen will. Aber du bist jetzt, ich sage jetzt mal, nur verlassen worden. Und ihr wart erst ein halbes Jahr zusammen. Das muss man alles mal alle in Relation rücken. Du bist nicht, wenn du jetzt 5 Jahre mit dem zusammen gewesen wärst und der hätte dich nach Strich und Faden noch belogen und betrogen. Es ist jetzt einfach nur blöd gelaufen. Nur ist aber auch gut. Du musst ja auch zur Ruhe kommen. Ja, sicher. Ich verstehe. Aber bei mir war so mir ist so ein richtiger Stein vom Herzen gefallen, wo ich gehört habe, er hat den Wagen abgegeben. Ja, aber du bist ja jetzt fast wie in einer Sucht. Jetzt, da ist dir ein Stein vom Herzen gefallen, aber es reicht offensichtlich immer noch nicht. Jetzt kommst du schon wieder jetzt ist so, wo ich sage, oh, da muss noch einer drauf. Nein, da muss keiner mehr drauf. Komm, lass gut sein. Lass gut sein. Aber nochmal an deiner Sendung, ich gucke, soweit es mir möglich ist, gucke ich es ziemlich oft. Ja. Also ich höre manchmal wirklich ganz schlimme Fälle. Ja. Da tut mir wirklich manchmal sehr, sehr leid. Ja. Und ich finde gut, dass du da bist. Weil ich glaube, du hilfst manchen Menschen ziemlich viel. Das ist schön, dass du sagst. Und ich hoffe, dass ich dich jetzt auch erreicht habe mit dem, was ich gesagt habe. Ja. Mach jetzt nichts mehr. Es ist gut. Strich drunter. Er ist der Arsch. Ab vor deiner Sendung. Es ist wirklich super, dass es sowas gibt. Liebe Jennifer, versprichst du mir, dass du nichts machst? Ich verspreche dir. Gut, dann bin ich zufrieden. Okay. Alles Liebe und alles Gute. Und ich wünsche dir sehr, dass du einen besseren Typ findest demnächst. Ja, danke. Und gib dem nächsten Typ wirklich auch alle Chancen wieder. Ne? Ja. Nicht jetzt in der Wut denken, alle Männer sind bescheuert und lass die Wut dann am nächsten Mann aus. Das darf man nicht machen. Was das Dumme auch ist, es war meine zweite Beziehung. Ich bin 26, bin mit 18 mit jemandem zusammengekommen. Ja. Mit denen war ich bis vor einem Jahr zusammen. Und dann habe ich jemanden neuen kennengelernt. Ja, und der hat mich dann gleich so betrogen und belogen. Weißt du, ist vielleicht nicht sehr tröstlich für dich, aber ich sag's dir trotzdem mal. Ich glaube, so über den Daumen gepeilt, dass 90% aller Menschen, die uns jetzt hier alle zuhören, die wir alle jetzt heute Abend, heute Nacht hier zusammen sind, haben schon richtig schlimme seelische Verletzungen erfahren in Liebesdingen. Das gehört, glaube ich, irgendwie dazu. Es ist so. Ja. Es ist leider so. Liebe Jennifer, alles Gute. Ich wünsche dir das auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, Hinweis auf Samstag. Übermorgen, ne? Ist schon übermorgen. Ja, Samstag. Samstag habe ich Promi-Besuch und bei mir ist Jürgen Drews. Um 11:30 Samstagabend ist Jürgen Drews mein Gast und ihr könnt wieder anrufen, ihr könnt Jürgen Drews Fragen stellen. Jürgen beantwortet alle Fragen, die ihr an ihn richtet und ihr könnt euch jetzt auch schon anmelden unter domian@wdr.de und ihr könnt auch mal gucken unter www.domian.de, da steht auch einiges zu Jürgen Drews. Nur wenn vielleicht einige denken, Mann, das ist ja noch nur der Mann mit dem Kornfeld und Ballermann und König von Mallorca, aber ich sag euch, man kann mit Jürgen Drews auch sehr interessante Sachen besprechen und es gibt noch eine ganz andere Seite von Jürgen Drews. Und ich bin sehr gespannt darauf, auch beispielsweise auf mit ihm darüber zu sprechen, wie das ist, irgendwann so ein ganzes Leben lang an so einen Riesenhit gebunden ist, wie man sich da fühlt, was das mit einem macht. Also Jürgen Drews am Samstag, mein Gast, um 11:30 im WDR-Fernsehen. Und ihr könnt mitmachen und könnt euch jetzt schon anmelden unter domian@wdr.de. Zurück zu unserem Thema heute Abend, Rache und Vergeltung. Und ich bin verbunden mit Beate und Beate ist 38 Jahre alt. Hallo Beate. Ja, hallo. Ich grüße dich. Ja, hallo.
Ja, also mein Fall war, war jetzt circa 10 Jahre her. Vor 10 Jahren? Mhm. Damals mein Mann, der hatte mich mal betrogen. Mhm. Und dann habe ich auch ruckzuck rausgefunden, wer das war, diese Frau. Und habe auch Adresse von der Frau rausgekriegt und Telefonnummer, hatte ich mit ihr telefoniert. Und die sagte mir dann irgendwann mal in einem Gespräch, ja, wenn sie es nicht gewesen wäre, wäre es eine andere gewesen. Mhm. Hat sie zwar recht gehabt, aber... Hört man auch nicht so gerne. Nee, eben. Ja, und dann war ich natürlich auch noch Rachepläne am Schmieden und bin mit einer Freundin zum Schlachter gefahren. Zu was? Und als die Kuh da auseinandergenommen wurde... Und als die Kuh da auseinandergenommen wurde, dann bin ich natürlich auf den Gedanken gekommen, habe dann abgefragt, ob ich nicht irgendwie was Blut mitnehmen könnte, haben die mir das in den Darm gepackt. Sag schon, Gehirn hätte ich gerne und die Augen hätte ich gern. Ja. Dann hat er noch gefragt, was ich damit will. Und ich sag, ja, mein Sohn, der muss für die Schule, muss ja einen Videofilm drehen. Und dafür brauche ich das. Ja, dann habe ich das alles mitgenommen. Und dann habe ich die Adresse natürlich von der Frau gehabt und bin mit der Freundin da hingefahren. Und hab der das, die hat vor der Haustür hat die eine Mülltonne stehen gehabt und da habe ich das alles draufgeschüttet und das Gehirn draufgelegt und. Auf die Mülltonne? Mhm. Das ging ja doch. Also nicht vor die Haustür, sondern auf die Mülltonne. Ja, auf die Mülltonne. Ja. Und dann, dann sind wir wieder gefahren und eigentlich hatte ich noch vorgehabt, so ein paar schmutzige Zettel an sämtlichen Laternen vor ihre Tür zu kleben. Ja. Ich bin heiß und willig, ich mach's umsonst, Telefonnummer, Adresse und sowas, wollte ich am liebsten noch machen, aber das habe ich dann lieber sein gelassen. Ja. Und hast du eine Reaktion darauf bekommen, auf die Blut? Ich hab da nie was von niemals. Gehört. Nee. Und dein Mann, hat dein Mann nie was gesagt? Der hat mir nichts gesagt, ich weiß nicht. Ich vermute mal, der hat schon längere Zeit noch Kontakt zu ihr gehabt, hat wo es wohl ein paar Monate noch gegangen sein. Weil die sind wohl öfters zusammen noch gesehen worden, aber. Bist aber jetzt mit dem Mann nicht mehr zusammen? Nee, ich bin nicht mit dem zusammen. Bist du wegen dieser Sache dann damals mit ihm auseinandergeraten? Ja, ich habe natürlich gekämpft die ganze Zeit und geglaubt, ich käme damit klar und bin aber nicht mit klar gekommen. Am Ende habe ich ihm eine Retourkutsche verpasst. Hm. Habe auch betrogen, damit habe ich mich nur auf seine Stufe gestellt, hätte ich mir sparen können. Sag mal, diese Geschichte mit dem Blut, als du das dann gemacht hast, Blut hingeschüttet, Augen, Kuhaugen. Ja, die Augen, die wollte ich dir eigentlich noch per Post hinterher schicken. Ach so. Das habe ich aber dann noch nicht gemacht. Gott sei Dank, Mensch. Ja. War das auch ein Gefühl der Erleichterung, als du es gemacht hast, doch, oder? Das war so richtig so, wow. Ja. Wobei, ich, also wenn man schon sagt mal, warum auf die Mülltonne, warum nicht gleich vor die Haustür? Weil das eine Gemeinschaftstür war, so. Das war ein Vierparteienhaus. Ja gut, aber die Mülltonne ist auch eine Gemeinschaftsmülltonne. Ja, ich weiß, aber die Tür fand ich dann doch ein bisschen eklig. Ja, ja. So eine Mülltonne. Aber was ich nicht verstehe an der Geschichte ist, eigentlich hättest du doch, wenn, schon Rache üben müssen an deinem Mann und nicht an der Frau. Ja, ich weiß. Er ist doch der Schuldige, nicht die Frau. Ja, ich weiß. Aber irgendwo habe ich mir auch gedacht, mein Mann ist schließlich derjenige, der an meiner Seite bleiben sollte. Mhm. Und nicht die. Die sollte halt, die wollte einfach nur irgendwie ausschalten. Das ist immer so das Absurde, dass man das immer wieder so denkt, den Dritten zu bestrafen. Ne? Man muss ja seinen eigenen Partner. Natürlich, der war genauso schuld gewesen. Ja, aber hallo, der ist der Hauptschuldige. Ne? Wenn der gesagt hätte, nein, ich bin zusammen, dann... Ja, klar. Kann man nichts machen, ne? Der hat mir unter Strich und Faden belogen und habe ich alles später erst erfahren, dass ich richtig belogen worden bin. Mhm. Nun ist das ja nur eine Kleinigkeit, eine relative Kleinigkeit, gegenüber dem, was wir vorhin gehört haben. Ja, natürlich. Ne? Würdest du sagen, würdest du es immer wieder so tun, sowas? Oder jetzt? Nö, das kam aus, da habe ich mich auch reingeschaukelt oder reingesteigert mit einer Freundin und ich habe da so richtig schön abgelästert und abgezogen und dann hat man natürlich so Pläne geschmiedet und das fanden wir dann ganz witzig und dann haben wir da durchgeführt. Genau, das hat ja auch so eine witzige Komponente irgendwie. Ja, könntest du dir, oder hättest du dir damals vorstellen können, auch was Ernstes zu machen? Nee. Das nicht? Nee, das könnte ich nicht. Ich meine, ich kann auch viele ganz fiese Gedanken und ich könnte richtig gehässige Pläne schmieden, aber ausführen könnte ich sie doch nicht. Ich glaube auch, dass das immer einem selbst schadet, wenn man das tut. Ja, natürlich. Vielleicht im ersten Moment ist das so eine Erleichterung, aber irgendwann schlägt es auf einen zurück, ne? Nee, so persönlich, ich hab richtig persönlich angreifen, nee, das könnte ich nicht. Also, beim Schlachter warst du gewesen. Ja. Und hast Hirn vom Rind mitgenommen. Und die arme Frau wird heute noch rätseln, woher kam das? Die konnte bestimmt denken, dass er von mir kam. Liebe Beate, alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Rache und Vergeltung heißt unser Thema. Telefonnummer 0800 220 5050. Und jetzt bin ich verbunden mit Gigi. 19 Jahre alt. Gigi, ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Das ist ein Mann. Ein Mann. Was ist das für ein Name? Das ist ein französischer Name. Ein französischer Name. Gigi. Was für eine dumme Frage auch. Gigi. Ja, wir reden über Rache und Vergeltung, mein Lieber.
Ja, und zwar mein Thema ist, ich möchte Rache an meine Mutter verüben. Ja. Weil die so viel Scheiße in meinem ganzen Leben gemacht hat, das kann man alles gar nicht auf einmal aufzählen. Aber sag mal so ein paar Stichworte für mich, damit ich es verstehe. Stichworte, meine Mutter ist zum Beispiel Alkoholikerin. Mhm. Und es war immer Stress da, die Polizei ist gekommen mit ihrem neuen Freund. Mhm. Und wir haben uns oft gestritten und gefetzt. Sie ist sogar schon im besoffenen Kopf mit einem Messer hinter mir hergelaufen. Mhm. Meine Brüder sind jetzt vom Jugendamt da weggeholt worden. Die hat meine ganze Familie zerstört, meine Mutter. Wo ist der Vater? Wo ist der Vater? Mein Vater sitzt im Gefängnis. Ach so, schon lange? Der sitzt jetzt wieder seit 6 Monaten. Der war schon oft im Gefängnis. Aber vorher... Der war immer mal drogenabhängig. Ja. Der hat es aber geschafft durch Therapie und so. Ja. Und durch meine Mutter und durch die ganze Scheiße, die auch bei mir war, mhm. da ist er wieder draufgekommen, hat angefangen wieder Beschaffungskriminalität und ist wieder reingegangen. Verstehe. Das heißt, dein Verhältnis war oder ist eigentlich zu deinem Vater viel besser als zu deiner Mutter? 100-mal besser. 100-mal besser. Mhm. Mein Vater war immer für mich da, so außer dass er jetzt im Gefängnis war, aber selig, mit dem konnte ich über alles reden. Ja. Ich kann das nicht erklären. Du hast gerade gesagt, die Geschwister sind jetzt vom Jugendamt weggenommen worden. Ja, die sind jetzt bei meinem Stiefvater. Wie alt sind die Geschwister? Einer ist 14, der andere ist 6. Und du wohnst noch bei deiner Mutter? Nee, ich bin schon ausgezogen da. Vielmehr, die hat mich rausgeschmissen. Ich wohne jetzt mit meinem besten Freund zusammen. Wir haben zusammen eine Wohnung. Mhm. Und hast du mit ihr Kontakt? Siehst du sie manchmal oder ist gar nichts? Nee, ich habe den Kontakt abgebrochen. Ich kann diese Frau nicht mehr sehen. Ich habe richtige Hassgefühle gegen sie. Mhm. Also, weil sie die Familie kaputt gemacht hat, weil sie sich dir gegenüber schlecht verhalten hat, weil du ihr auch vorwirfst, dass sie deinen Vater wieder auf eine schlechte Bahn gezogen hat. Du wirfst ja eigentlich vor, dass sie rundherum eine schlechte Frau ist. Ja, es ist ist sie. Sie ist so. Ich habe 100-mal an sie appelliert, mit ihr geredet im normalen Kopf, warum sie das alles macht. Und zum Beispiel wieder so eine Geschichte, ich war früher mit einem Freund befreundet, den habe ich lange Zeit nicht gesehen. Hm? Ich sitze im Wohnzimmer, nichts sagen, kommt meine Mutter besoffen mit meinen alten Kollegen, kommt sie da an? Hm? Was ist das? Wie, sie kommen mit dem alten Kollegen? Ja, die war auf Trinktouren nach Kneipe und kommt mit einem Freund, der wusste nicht, dass das meine Mutter ist. Ach so. Und kommt mit dem bei mir zu Hause an, das ist voll die peinliche Situation für mich, ich habe mich voll geschämt. Hm. Du sagst, deine Mutter ist Alkoholikerin, richtig schlimme Alkoholikerin? Ja, richtig schlimm. Ja. Weiß sie das oder verdrängt sie das? Ach, sie verdrängt das. Sie sagt manchmal, sie weiß das, manchmal sagt sie, nee, ich bin's nicht. Mhm. Sie weiß selber nicht, was sie will. Du empfindest, wenn ich jetzt dich so frage, gar nichts Gutes für deine Mutter? Nein, gar nichts. War auch nie für mich da, schon als Kind nicht. Mhm. Nie. Immer habe ich Sachen mit meinem Vater gemacht, egal worum es ging. Hat sie dich als Kind auch geschlagen? Ja. Das auch? Ja. Du sagst, du überlegst irgendeine Racheaktion für deine Mutter. Was könnte das sein? Ich weiß nicht genau. Ich bin immer hin und her am Überlegen. Und zwar, sie hat jetzt einen neuen Freund. Und ich bin am Überlegen, da irgendwie so einen Keil zwischenzutreiben oder irgendwas zu machen. Mhm. Weil, wieso soll diese Frau glücklich weiterleben, wenn sie mir einen Mann, dass meine Familie zerstört hat. Weißt du, Gigi, ich gehe erstmal 100%ig davon aus, dass diese Frau, so wie du sie geschildert hast, die lebt sowieso nicht glücklich. Die lebt auch ohne dein Zutun, wird die unglücklich sein. Oder ist sie unglücklich? Und ich würde dir wirklich ganz dringend raten, lass einfach die Finger von der Sache. Sei froh, dass du raus bist, sei froh, dass du sie von der Backe hast, geh ihr aus dem Weg, aber mach nichts mehr. In dem Moment, wo du nämlich wieder anfängst, was zu tun, bist du in dieser ganzen Gosse wieder mit drin und setzt dich damit auseinander. Du hast es im Kopf, du hast die Gefühle, du hast die Wut und es ist schlecht für dich. Mach nichts, geh einfach weg von ihr. Geh hier aus dem Weg und von mir aus jahrelang, aber mach gar nichts. Ja, du hast eigentlich recht, Domian, aber guck mal, jetzt wieder so Weihnachtszeit und meine Mutter ist da. Mhm. Mein Vater sitzt im Gefängnis und meine Brüder sind woanders. Ja, ist traurig, ist mir völlig klar. Aber die Situation wird nicht besser, indem du jetzt versuchst, ihr das Leben noch schwerer zu machen. So wird deine Situation nicht besser. So muss man es sehen. Ja, ich frage mich aber, wo die Gerechtigkeit ist. Ja, aber die wirst du nicht machen kann. Ja, die kannst du aber nicht herstellen. Die kannst du nicht herstellen. Und wir haben gerade ein paar Mal schon, ist in der Sendung schon so ein Satz gefallen, man darf sich nicht auf die gleiche Stufe von diesen Leuten begeben. Und das würdest du tun, wenn du dir jetzt anfängst, da einen Keil das heißt, du musst dich ja richtig wieder mit ihr beschäftigen. Ja. Und das ist einfach scheiße, das ist es nicht. Das ist es nicht. Wann kommt dein Vater aus dem Gefängnis raus? Mein Vater in 2,5 Jahren. In 2,5 Jahren erst. Okay.
setz all deine Energie daran, dass du, was machst du vom Beruf oder was machst du den Tag über überhaupt? Ich bin zurzeit arbeitssuchend. Ja. Ich habe eine Ausbildung angefangen, aber die wurde abgebrochen, weil die Ausbildung es nicht mehr mich tragen konnte. Ja. Und zu den Geschwistern, gibt es da einen, mit dem du einen ganz netten, guten Kontakt hast? Oder? Mit beiden. Mit beiden. Und, ja, ich bin super mit denen. Und du hast auch die Möglichkeit, die mit denen jetzt in Kontakt zu sein. Du weißt, wo die sind, du kannst die auch besuchen und so weiter. Ja, natürlich. Ich verstehe mich auch mit den Mann, wo die sind, mit so. Meinem Stiefvater. Dann. Pass mal auf, jetzt will ich dir mal sagen. Dann pumpt deine ganze Energie da rein, dass du eine Ausbildung oder eine Arbeit findest. Dass du dein Leben stabilisierst. Es geht um dich, du sollst gut leben. Darum geht's mir jetzt. Ja. Dann pumpt deine Energie da rein, dass du ein gutes Verhältnis zu deinen Geschwistern hast. Das ist wichtig. Und sei für deinen Vater da, dass der weiß, mein Bursche, der ist für mich da, wenn ich in 2,5 Jahren rauskomme. Besuch den, schreib den Briefe und so weiter. Und lass die Frau in Ruhe. Das sorbiert oder zieht viel zu viele Energien von dir weg. Pumpt die Energien in gute Sachen rein und nicht in schlechte Sachen. Ja, du hast recht. Ich verstehe dich wirklich und kann deine Wut verstehen, aber man darf der Wut nicht nachgehen. Der andere Weg ist letztendlich für dich, ist der für dich besser, DJ. Ja. Ja? Ja. Ist meine Meinung. Ja, du hast eigentlich recht. Ich darf mich nicht darin verrennen. Ja, die Gefahr besteht natürlich, wenn man verletzt worden ist, dass man sich verrennt. Und ich kenne es auch, dass man sich da reinsteigert und immer wieder denkt. Und ach, das ist nicht gut. Ich wünsche dir, dass du die Kraft hast, diesen anderen Weg zu gehen. Ja, danke. Alles Liebe. Und was ich noch sagen wollte, ich finde deine Sendung echt gut. Die hat zu vielen Leuten geholfen, glaube ich. Dankeschön, sehr nett von dir, dass du sagst. Und kann ich vielleicht ein Autogramm haben? Ja, leg nochmal auf und wir rufen dich an wegen der Anschrift. Ja, okay. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Rache und Vergeltung ist unser Thema. Und am Samstag ist mein Gast Jürgen Drews. Um 11:30 Samstagabend im WDR Fernsehen. Und ihr könnt anrufen, Live-Sendung, ihr könnt anrufen und euch mit Jürgen Drews unterhalten, ihm Fragen stellen. Und ihr könnt euch jetzt anmelden, schon unter domian@wdr.de. Oder guckt doch mal auf domian, www.domian.de. Da steht auch einiges zu meinem Gast Jürgen Drews, der eine ganze Menge mehr zu bieten hat als nur das Kornfeld und nur Mallorca und den Ballermann. So, Reinhard, 36 Jahre alt. Hallo, Reinhard. Ja, hallo. Ich grüße dich. Ja, ich muss vorab sagen, ich bin nass geschwitzt. Vor Aufregung, oder was? Nicht nur, sondern ja, weil es mich innerlich auch erregt. Also, erzähl mal, leg mal einfach los. Nicht sexuell erregt, sondern weil es eine Sache ist, die ich schon seit 15, 16 Jahren mit mir rumschleppe. Ja. Und zwar bin ich damals bei der Bundeswehr misshandelt worden. Ja. Ja. Von wem? Ich bin Wehrpflichtiger gewesen und ich bin in eine Einheit gekommen, wo nur Zeitsoldaten waren, die sich 5, 6 Jahre kannten. Und wo ich so der Frischling war, in Anführungsstrichen. Also ich bin dann getreten, geschlagen, zusammengeschlagen worden. Von den anderen Soldaten? Genau. Ja. Also nicht von den Vorgesetzten? Doch, es waren meine Vorgesetzten auch. Ach so. Ja. Und es behandelt mich und belastet mich unheimlich. Also ich habe die damals angezeigt. Und also ich muss nochmal fragen, waren es ausschließlich die Vorgesetzten oder waren es deine Kameraden auch? Nein, es waren nur Vorgesetzte. Es waren nur Vorgesetzte? Ja. Wie viele Vorgesetzte waren das, die das mit dir gemacht haben? 6 oder 7 waren es. So viele? Ja. Die haben dich geschlagen? Ja. Sag mal konkrete Beispiele. Bitte. Ich war so in so einer Art Instandsetzungskompanie und wir haben LKWs aufgerüstet und da habe ich zum Beispiel Scheiben geputzt und von oben kam jemand und hat einen Eimer Wasser über mich gekippt. Naja, ist ja vielleicht ganz lustig. Okay. Naja, lustig ist es zwar nicht, aber das könnte man unter Schikane vielleicht noch abbuchen. Ja. So, dann habe ich unterm LKW gelegen und habe mit so einer Flex Rost abgeschliffen. Ja. Ja, das ging denen wahrscheinlich nicht schnell genug. Dann haben sie mich getreten. Ich lag auf so einem Rollbrett und dann haben sie mich getreten. Und ich lag nachts im Bett. Also das war der extremste Fall. Dann bin ich auch abgehauen da. Kamen sie rein. 6 Leute waren es. Der eine hatte einen Gummihandschuh an. Über den Mittelfinger hat er Nivea-Creme gehabt und wollte mir das in den Popo stecken. Und da habe ich mich gewehrt und dann haben sie mich zusammengeschlagen. Und das waren diese Männer, waren alles Vorgesetzte von dir? Alles Vorgesetzte. In welchem Dienstgrad?
Der Oberste war Unteroffizier. Mhm. Und dann, da ich ja so ganz normaler Wehrpflichtiger war, habe ich einen Streifen gehabt, die anderen hatten also zwei, drei, so. Und haben die das dann auch gemacht, was die machen wollten da in der Nacht? Das haben sie nicht hingekriegt, aber das lag auch nur daran, weil ich mich halt mit Händen und Füßen dran da gewehrt habe. Mhm. Warum hatten die gerade auf dich so einen Kieker? Das weiß ich nicht, weil ich wurde denen zugeteilt als einzigster. Also ich kann mir das nur so vorstellen, dass die so eine Art Gruppenzwang oder Gruppeninstinkt hatten. Also derjenige, der den meisten Scheiß mit mir baut, war am angesehensten, so ungefähr. Ja. So, das Ganze ist 16 Jahre her, sagst du. Du hast Anzeige erstattet dann damals? Ja, bei der Bundeswehr. Und ist das dann richtig vor Gericht gegangen? Nein. Warum nicht? Weil mein Hauptmann, also schon ziemlich hoch, ich weiß. Mhm. Der hat mir gesagt, wenn du die Anzeige zurückziehst, kommst du hier raus. Was heißt, kommst du hier raus? Aus der Bundeswehr. Ganz aus der Bundeswehr? Ja, ich wurde dann 2 Jahre zurückgestellt und die haben sich nie wieder gemeldet. Und wie lange warst du bei der Bundeswehr gewesen? Ich war 8 Monate dabei. Ja, also war das so ein Deal, wenn du den Mund hältst? Genau. Dann kannst du gehen? Genau, so war's. Mhm. Die Anzeige hast du damals bei der Bundeswehr gemacht, aber nicht bei der Polizei? Nein, nicht bei der Polizei, bei der Bundeswehr. Mhm. Die ist verschwunden. Die gibt es nicht mehr. Ja, ich bin nicht vertraut in die Verfahrensweise. Wenn man so etwas anzeigt, macht man das nicht bei der Polizei eigentlich? Ja, denke ich schon. Mhm. Nur damals war ich, ich bin dann nachts, also nachdem die mich zusammengeschlagen hatten, habe ich nachts meine ganzen Klamotten gepackt, mein Privatzeug, und bin nachts abgehauen, habe auf dem Bahnhof geschlafen und bin am nächsten Tag nach Hause gefahren zu meinen Eltern, wo ich gewohnt habe eigentlich. Und dann habe ich bei der Division angerufen, also das, ja, Division, und die haben mir gesagt, ich wäre fahnenflüchtig, ich müsste sofort zurück, und aber der würde sich drum kümmern. Ja. War irgend so ein Oberst. Ja. Ja. Und dann bin ich mit Heulen und mit Widerwehr bin ich dann halt zurückgefahren, und dann haben die mich auch gleich am Tor erwartet. Ja. Haben mich dann gleich in so eine Art Schutzhaft genommen. Ja. Ich habe ein Einzelzimmer gekriegt. Ja. Und hast du denn dann in Anwesenheit von noch höheren Vorgesetzten eine Aussage dort gemacht und hast das erzählt, was vorgefallen ist? Ja. Das schon? Ja. Und du schließt jetzt aus diesem Deal, den die dir angeboten haben, dass die das durchaus ernst genommen haben und die wollten nicht noch mehr Aufsehen erregen und nach dem Motto, wir regeln das irgendwie so unter der Hand. Ja. Also war dieser Deal ein für dich ein Schuldbekenntnis der Bundeswehr? Ja, auf jeden Fall. Warum hast du dich dann darauf eingelassen? Du hättest da sagen können, nee Jungs, so kommt ihr mir nicht davon. Ich hänge das jetzt an die große Glocke. Ja, ich war damals 19, naiv und ich war auch irgendwo zusammengestaucht, sag ich mal. Ja, nun ist ja in der letzten Zeit sind ja einige Sachen so ans Tageslicht gekommen, wegen Folterübungen bei der Bundeswehr. Da ist wahrscheinlich bei dir üble Erinnerungen sind hochgekommen. Ja, ja. Und wohl weiß ich, wird das anders gelagert sein, dein Fall, aber so subjektiv wirst du dich daran erinnert haben. Ja. Ja. Und dein Thema heute ist Rache und Vergeltung. Mhm. Und jetzt kommen wir zur Rache und Vergeltung. Bitte. Ich habe eine Adresse rausgefunden, der wohnt 40 Kilometer von mir. Mhm. Und ich observiere den seit 16 Jahren. Seit 16 Jahren? Ja. Einer von den Typen, die dabei waren? Ja. Was heißt observieren? Du beobachtest den einfach. Ja und nein. Also es gibt immer wieder Zeiten, wo ich wach werde, im nachts nass geschwitzt, wo ich mich dann anziehe und zu dem nach Hause fahre und mich dann im Auto hinsetze und gucke, ob der rauskommt. Und mit welchem Ziel machst du das? Um ihm das heimzuzahlen. Aber er weiß das doch gar nicht, dass du ihn beobachtest. Nein, das weiß er nicht. Und was willst du, wie willst du es ihm heimzahlen? Das darf ich nicht sagen. Pass mal auf, Reinhard, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ja, sicher. Wir werden dich sowieso jetzt gleich sofort nochmal anrufen. Ja. Ich sage dir nur jetzt schon mal auf dem Sender, tue es nicht, was du vorhast zu tun. Hab
Habe ich auch noch nicht gemacht, in 16 Jahren nicht. Ja, aber tu es niemals. Nein. Und was da auch jetzt irgendwie geplant ist und wie du da rauskommst, das besprechen wir jetzt gleich nach der Sendung nochmal. Ja, weil okay. Du musst ja für dich auch einen Frieden schließen. Nach 16 Jahren, das immer noch vor Augen zu haben, ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Ne? So, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, okay, bis gleich. Okay, tschüss. Bis gleich. Tschüss. In der Technik, Gundel Blendin. Unsere Sendung ist vorbei. Morgen gibt's wieder eine. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss. Heute ist Freitag, der 10. Dezember. Es ist 2 Uhr. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Rüsselsheim. Nach dem angekündigten